Wir sind zurück zu Star Wars Outlaws mit einem weiteren kurzen News-Update. Nachdem Ubisoft umfassende Änderungen angekündigt hat, wurde nun eine Roadmap für die nächsten Wochen bzw. Monate veröffentlicht. Das ist schon bemerkenswert und erinnert mich spontan erneut an CD Projekt Red, die zu Beginn der Update-Achterbahn auch erstmal mit Roadmaps Vertrauen aufbauen wollten. Die waren aber nicht so konkret wie die von Ubisoft, die jetzt hier eben veröffentlicht wurde. Also man gibt sich hier Mühe, die Leute zu informieren. Schauen wir uns das mal an. Zuerst wird es am 3. Oktober ein Update geben, das sich voll auf die Behebung von Bugs und Optimierung konzentrieren soll. Während manche Leute kaum oder gar keine Probleme mit SWO haben, gibt es jedoch einige, die mit kleineren, aber durchaus auch schwerwiegenden Bugs zu kämpfen haben. In meinem Durchgang hatte ich eher einige wenige visuelle Probleme und auch einige Abstürze, aber alles in allem nichts Ernstes. Andere dagegen berichten von echten Gamebreakern. Ich denke, dass die Devs genau diese Dinge angehen werden. Am 24. Oktober soll es dann ein weiteres Update geben. Dieses Update soll sich auf Quality of Life Veränderungen konzentrieren. Was genau da geplant ist, ist nicht klar, aber vermutlich geht es hier um die verbesserten Speicherpunkte. Vielleicht reagiert man auch auf die Wünsche vieler Spieler, eine Minimap und einen Tracker einzufügen. In einer echten offenen Welt, also wo du im Prinzip wirklich so gut wie immer querfeldein fahren und laufen kannst, wäre das aktuelle System sicher ausreichend. Aber bei diesem Weltdesign wäre es tatsächlich angebracht, diese beiden Dinge zu bringen. Dann am besten optional, damit sich das jeder so einstellen kann, wie man es eben mag. Der dritte und letzte Punkt auf der Roadmap ist direkt umfassender. SWO wird am 21. November auf Steam erscheinen und damit wesentlich schneller, als dies eigentlich geplant war. Der letzte Titel von Massive Entertainment, das war Avatar Frontiers of Pandora, kam erst 6 Monate nach Release auf Steam heraus. Bei SWO werden es nur knapp 3 Monate gewesen sein, was zeigt, dass Ubisoft das Angekündigte nun auch umsetzt. Zugleich wird dann auch die erste Story-Erweiterung mit dem Titel Wildcards erscheinen, in der Kay dafür angeheuert wird, ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren und in dem wir auf Lando Calrissian treffen. Anschließend gibt es dann noch ein vermutlich größeres Update, in dem man sich darauf konzentriert, den Kampf und die Stealth-Mechanik zu verbessern. Es ist nicht klar, in welchem Umfang das geschehen wird. Kritik gab es reichlich, die man sich zu Herzen nehmen könnte. Animation, KI, das Gameplay erweitern, vieles wurde gewünscht. Ist halt nur die Frage, was sich umsetzen lässt. 2 Monate sind jetzt nicht die Welt, da muss man also mal abwarten, was die Devs da zaubern können. Dazu kommt noch eine Überraschung, so wird es einige neue Aufträge geben, die Kay erledigen kann. Diese Aufträge kommen als kostenloser Content für alle, also eine gute Sache. Seit kurzem gibt es dann auch den ersten offiziellen Rabatt zu SWO. Rund einen Monat nach Release ist das Spiel dank Herbst-Sale aktuell für 54,99 € in der Standardversion zu haben. Damit gehen 15 € Rabatt runter. Auf Amazon kann man die physische Gold-Edition, also Hauptspiel, Season Pass und alle Boni, für PS5 aktuell für 97,20 € und für Xbox X für 98,39 € auch direkt von Ubisoft erhalten, was ein Rabatt von 22,79 € bzw. 21,60 € ausmacht. Ganz offenbar hat sich SWO nicht nur sehr soft weniger verkauft, wie der Ubisoft-CEO es formulierte, sondern eher sehr hardcore weniger, wenn man hier schon so früh den ersten Rabatt zulässt. Dabei liegen schließlich noch die großen Rabatttage vor uns. Es zeigt sich auch hier wieder, dass alle Vorteile bei den Geduldigen liegen und sich das Kaufen bei Release einfach nicht lohnt. Aber wer weiß, Ubisoft hat ja nun einiges vor, vielleicht sieht das irgendwann mal ganz anders bei Ubisoft aus. Dann habe ich noch eine ganz besondere Bitte an dich. Auf Game2Go möchte ich News-Videos machen und zwar jetzt nicht zu den Titeln, die ich auf diesem Kanal behandle oder auf den anderen, sondern zu Titeln, die nirgends so richtig passen oder eben so News speziell zu Studios, die jetzt generell das große Ganze betreffen. Und solche Videos möchte ich halt auf Game2Go machen und hier wäre es super, wenn du mich hier unterstützen könntest und den Kanal mit einem Abo supportest, damit der halt auch ein wenig wächst. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Also wenn du Bock auf solche News hast, dann schau da gerne mal rein, ein paar Videos gibt es schon, aber es soll in Zukunft mehr geben. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 € sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.